Ideenhoch 3 e.V., Räume für Entwicklung, wurde am 1. April 2009 gegründet in Alfter. Wir waren zu siebt und wollten einen Verein gründen, der jungen Leuten Hoffnung gibt und zeigt, schau mal, du kannst die Welt verändern, und der die Räume bietet, um sich damit zu beschäftigen, wie möchte ich das denn tun. Hier kommen Menschen zusammen, hier kann ich sagen, wer ich bin, hier erlebe ich eine ganze Menge, ich kann Fragen stellen, so dumm oder so intelligent sie sein mögen. Was mich antreibt, ist, dass ich es für eine extrem wichtige und sinnvolle und zeitgemäße Arbeit halte, was Ideenhoch 3 macht, also Räume für Entwicklung öffnen, die Menschen zusammenbringen, die Ideen haben für neue Initiativen, für Sachen, die wirklich die Gesellschaft umkrempeln können. Wir haben ganz verschiedene Formate für Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel eintägige Events, Tage der Ideen, die wir auch an Schulen anbieten. Tage der Ideen sind jedes Mal sehr unterschiedlich. Grundsätzlich haben wir so vier Grundpfeiler. Der erste ist Ankommen. Da geht es einfach darum, okay, ich bin hier in meinem Alltag und jetzt bin ich auf einmal auf so einem komischen Event. Was mache ich denn hier überhaupt? Erstmal so zu mir kommen, mit den anderen in Vernetzung gehen. Der zweite Block ist Inspiration. Da haben wir zum Beispiel Vorträge, Impulse, aber relativ kurz. Einfach nur zum Zeigen, schau mal, es geht. Der dritte Block ist Gestalten und Vernetzen. Da haben wir zum Beispiel ein Open Space. Das heißt, die Teilnehmer können das, was ihnen gerade wichtig ist, vorstellen, Fragen, Ideen, Projekte, und andere Teilnehmer können mitarbeiten. Bei diesem Tag der Ideen geht es darum, von den Sinnen zum Sinn zu kommen. Also von dem, was ich als Mensch erlebe, zu dem, was mir Sinn gibt und was ich in die Welt bringen möchte. Und hier in Schloss Freudenberg kann man eben diese Sinne wirklich ausprobieren. Ein Beispiel sind die klappenden Platten, das sind Metallplatten, da kann ich Sand draufstreuen und sie dann mit einem Cellobogen anstreichen. Dadurch entsteht ein Klang, und der Klang wird dann in dem Sand sichtbar. Und ich kann so sehen, ja, wie Töne auch wirken, wie Klang wirkt. Man erfährt viel, man kommt wieder ein bisschen zu sich und sozusagen Kind ist, weil man kann Reflexion und Spiel einfach sehr einfach hier miteinander verbinden. Genau das ist das, was wir mit diesem Tag der Ideen erreichen wollten. Wir wollten zu unserer persönlichen Frage kommen. Ich bin hierher gekommen, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu finden und zu verwirklichen. Viele Menschen wissen gar nicht so genau, wohin sie wollen. Hier gab es jetzt einen Raum beim Tag der Ideen, sich inspirieren zu lassen, tolle Begegnungen mit Menschen zu haben, viele Gespräche zu führen und einfach mal Ideen fließen zu lassen. Und in meinem Workshop ging es darum zu gucken, wie können wir diese Ideen ganz konkret umsetzen? Was sind die konkreten nächsten Schritte, damit das eben im Alltag dann nicht wieder alles vergessen ist? Am spannendsten fand ich jetzt gerade hier beim Tag der Ideen, dass wir heute Morgen im Wald waren und wir haben die Augen verbunden bekommen und sollten dann auf eine Trommel zulaufen durch den Wald hindurch. Und das war irgendwie total spannend, weil man irgendwie schon, ja, ich kenne das von anderen Tagen der Ideen, dass man sich so miteinander intensiv austauscht und auch über andere Themen und so, aber nicht, dass man halt die Gruppe einfach nur spüren soll. Es gibt bei jedem Mensch viele unterschiedliche Stimmen im Kopf. Die eine Stimme sagt, du bist zu schwach, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Und die andere Stimme sagt, du kannst es, das schaffst du, mach mal. Alle beide Stimmen haben recht. Alle beide Stimmen sind Teil von dir. Alle beide zu vereinigen, zusammenzubringen und im Kopf zu behalten, du bist der Einzige mit deinem Blickwinkel auf der Welt, der Einzige, der deine Erfahrung reinbringen kann, schenken kann zu anderen Leuten. Mach es, weil wenn nicht dich, dann wen?